Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 12. Oktober 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Krebs, hat eine abnehmende Mondphase und heute ist Halbmond. Ein Halbmond sieht zwar schön aus, aber das bringt uns aus dem Gleichgewicht. Wir brauchen einen Ausgleich. Die Tierkreiszeichen Widder vermittelt uns dieser Ausgleich, ein Neuanfang, ein Neubeginn, von etwas begeistert zu sein, spontan handeln, aktiv zu sein, damit bringen wir den Tag energetisch in Gleichgewicht. Es sind Spannungen in Bekanntenkreis, in Freundeskreis, in ein Verein oder in eine Partei, aber auch in die liebe Partnerschaft. Es werden wichtige Entscheidungen getroffen, Trennungen, Kündigungen. Aber wir sollen verstehen auch die Notwendigkeit, weil dadurch können wir etwas in Form zu bringen und wir haben damit auch einen Neuanfang, neue Möglichkeiten. Nicht jede einzelnen Tierkreiszeichen erlebt das, aber viele sind damit betroffen. Welcher Einfluss hat unserem Venus, weil das hat auch eine Bedeutung, beeinflusst unserem Glück im Alltag, beeinflusst unserem Freundeskreis, Bekanntenkreis, unserem Gefühlen, aber natürlich beeinflusst auch unserem Liebe und Partnerschaft. Venus hat einen Einfluss von Stern Markeb. Und das sollen wir auch beachten. Dieser Stern Markeb befindet sich im Sternbild Schiff Argo. Mit diesem Schiff sind die Argonauten gefahren und haben die goldene Fell von Widder geholt. Also hat mit Tierkreiszeichen Widder auch eine Verbindung. Und das ist wieder die Begeisterung, die Neuanfang, das Neubeginn. Entweder eine Versöhnung in die Liebe oder eine neue Begegnung. Und da sollen wir konzentrieren, weil da liegt das Glück. Aber damit das Glück da ist, sollen wir von etwas bereinigen, trennen oder verabschieden. Oft sind es unseren eigenen Gefühlen wie Schuldgefühl oder Angst. Aber zurück zu diesem Sternmarke, weil das beeinflusst die Venus-Energie gerade. Dieser Stern wurde auch beschrieben als Argus, der Riese, die hundertaugige Riese. Und das ist für uns eine Botschaft im Freundeskreis, Bekanntenkreis, in die Liebe und Partnerschaft. Sollen wir auch diese 100 Augen betrachten? Also das bedeutet, alles beobachten, in alle Richtungen schauen. Vielleicht da liegen unsere Chancen und Möglichkeiten. Also das ist mal der Einfluss von Venus, Einfluss von diesem Fixstern Markeb. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder und hat eine Verbindung zum Sternbild Walfisch. Dieser Walfisch hat Andromeda gefesselt. Das sind erzwungene Ereignisse. Jemand versucht uns etwas vorzuschreiben, uns auf etwas zwingen. Und da sollen wir auch dazu ein Nein zu sagen. Und der Stern von Sternbild Walfisch, was unserem Planet Erde bestrahlt gerade, das ist das Sternbaden Kaitos. Mond hat auch Einfluss. Einmal hat ein Einfluss von Stern Vasat und das sagt aus, in die goldene Mitte zu bleiben.
oder eine mittlere Lösung zu finden. Und oder bedeutet auch unsere Mitte bleiben, und da liegt die Kraft, da liegt die Ruhe. Und das ist auch wichtig, gerade bei einem Vollmond ist sehr wichtig, dass wir die Ruhe bewahren. Dann die Mond bewegt sich natürlich weiter, ziemlich schnell sogar, und kommt zur Verbindung zum Castor und Pollux. Es ist zwar im Tierkreiszeichen Krebs, weil dort bewegt sich gerade die Mond, aber Castor und Pollux, die sind die beiden Hauptsternen im Tierkreiszeichen Zwilling. Das sind die zwei Zwillinge. Die eine ist die göttliche Teil, das ist Pollux, andere ist die menschliche, das ist Castor. Und diese göttliche und diese menschliche Teil an uns, ein Teil von der Schöpfung zu sein, aber auch Mensch bleiben, diese Verbindung symbolisieren die Zwillinge, einen höheren Bewusstsein, das ist die Aussage, und die beiden Zwillingen stehen in Verbindung. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kommen gerade aus dem Gleichgewicht, ein Neuanfang oder die Begeisterung von etwas Neues oder spontanen Entscheidungen treffen, hilft wieder das Gleichgewicht zu finden. Eine unangenehme Nachricht ist zum Erwarten. Wichtig ist, dass die Krebsgeborenen mutig sind und das sagen, was sie denken. Im Bereich, wo sich das alles bewegt, kann die Liebe sein, aber auch die berufliche Situation oder etwas im Ausland oder was mit Reise zu tun hat. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen sollen momentan noch warten, ihre Möglichkeiten, Chancen bewusst wahrnehmen, aber noch planen und noch nicht handeln. Ein Aufstieg kommt bei den Löwengeborenen und in den kommenden Tagen wird es auch aktiv sein. Im Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen hadern gerade in Freundeskreis, in Bekanntenkreis, aber auch in die Liebe, Partnerschaft. Bei vielen Jungfraugeborenen führt es zu einer Trennung. Hier ist auch wichtig, das zu akzeptieren und orientieren für einen Neubeginn. Trennung bedeutet auch loslassen. Also es muss nicht bei jeder Jungfrau geboren jetzt gerade zu einer Trennung kommen, sondern diese Energie bedeutet auch mit unseren Gefühlen auseinandersetzen und Gefühlen wie Angst und Zweifel oder Schuldgefühl, diesen Gefühlen mal verabschieden. Das ist ein Reinigungsprozess. Und so kommt auch der Neuanfang, ein Neubeginn, vielleicht in die bestehende Partnerschaft, wenn wir die Ängste und unseren Zweifel verabschieden. Und das gibt Struktur, das gibt Stabilität. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen können auch mit einer unangenehmen Nachricht rechnen. Kann auch bedeuten, dass es wichtig ist, dass die Wagengeborenen vertreten die Gerechtigkeit und mal das sagen, was ansonsten nicht sagen trauen. Stehen zu sich selbst, das ist das wichtige Thema. Andere auftreten, Ausstrahlung, und da brauchen die Wagengeborenen auch Mut und Kraft gerade. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen werden spüren, dass im Umgebung etwas stressig ist oder dass die Menschen nervös sind. Das kommt alles ein bisschen durcheinander. Es steht wie alles auf dem Kopf. Aber die Skorpiongeborenen trifft es nicht direkt. Die haben gerade Glück. Es ist alles im Fluss. Und die Skorpiongeborenen können für andere da zu sein oder einen Rat zu geben oder Kraft zu geben zum anderen. Und sie sollen auch selbstbewusst auftreten. Es geht auch um die Ausstrahlung, aber auch das eigene Selbstwertgefühl auch. Und das hängt auch mit Finanzen zusammen. Energetisch hängt das zusammen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen
wird überprüft die Liebepartnerschaft, aber auch die Freundschaften. Hier kommen auch Trennungen. Entweder geht die Beziehung zu Ende und es ist momentan eine Herausforderung, kann aber auch bedeuten, die eigenen Gefühle, wie Angst vor Beziehung oder Zweifel an die Beziehung. Dass es wichtig ist, von diesen Gefühlen verabschieden, weil so kommt die Beziehung in Ordnung. Also beides kann bedeuten. Bei den Schützengeborenen werden unerwartete Ereignisse kommen oder eine Veränderung, und das ist sehr gut, da liegt das Glück dabei. Und die Schützengeborenen sollen auch mit Werten auch befassen, das eigene Selbstwertgefühl und die Finanzen, wie ich schon sagte, energetisch hängt das zusammen. Die nächste Tierkreiszeichen sind die Steinbockgeborenen. Sie spüren auch diese Spannung, was dieser Halbmond vermittelt. Und hier ist ein Ausweg, die innere Ruhe bewahren, aber auch mutig zu sein, begeistert zu sein vor einem Neuanfang und auch mal den Mut zu haben, das Aussprechen, was man ansonst nicht traut, oder Entscheidungen treffen, verabschieden von etwas, trennen von etwas oder kündigen. Aber ich betone immer wieder, dass oft das unserem eigenen Gefühlen handelt wie Angst. Und das sind die Prozesse, das Loslassen. Und das trifft auch einige Steinbockgeborenen gerade. Sie sollen ihren vertrauten Umgebung wahrnehmen, da aktiv zu sein, aber auch auf die innere Ruhe achten, weil diese innere Ruhe gibt gerade die Kraft und bei diesen Begegnungen oder bei dieser Bewegung in vertraute Umgebung sind auch die Chancen, auch die Möglichkeiten und das soll begeistern die Steinbockgeborenen, das gibt es. Gleichgewicht, ein Neuanfang und diese Begeisterung. Die Tierkreiszeichen Wassermann geborenen ist gerade etwas ruhig oder sollen sie zurückhaltend sein, das eigene Zuhause genießen, diese Ruhe, weil das gibt auch Kraft und in den kommenden Tagen werden sie etwas klar und deutlich sehen, erkennen und dann kommt auch diese aktivere Phase. Oder wird etwas sichtbar sein oder greifbar. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben gerade Glück. Sie sollen das Leben spielerisch betrachten, gerade nicht kindisch sein, aber mal Kind zu sein oder das innere Kind zu entdecken. Also das Thema Kind hat auch eine Bedeutung, gerade bei den Fischengeborenen. Also etwas spielerisch angehen oder mit Kindern etwas machen, das Leben genießen, auch mal Kind zu sein. Und das schenkt für die Fischengeborenen gerade die Leichtigkeit, kommt auch alles im Fluss. Und das in allen Lebensbereichen, auch in Arbeit, aber auch in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen können für andere da zu sein, andere zu neue Ideen bringen oder anderen von etwas begeistern oder auf anderen zuzugehen. Also hier liegt gerade die Kraft und diese Kraft, diese Begeisterung, dieser Neubeginn gibt uns die Ausgleich, aber auch das Gleichgewicht. Hier liegt momentan das Glück und das vermittelt die Tierkreiszeichen wieder. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist alles gut und ruhig. Sie haben Chancen, Möglichkeiten. Es ist vielleicht nicht heute sichtbar, aber das nähert sich auch und sie bringen ihre Partnerschaft in Ordnung. Wichtiges Thema ist Liebepartnerschaft und in diesem Veränderung, in diesem Wandlung befinden sich gerade die Stiergeborenen. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen sind auch Veränderungen möglich, unerwartete Ereignisse. Diese heutige Nervosität spüren auch die Zwillingsgeborenen. In den kommenden Tagen wird besser sein. Kommen mehr ins Ziel, kommt mehr Leichtigkeit, mehr Begeisterung, mehr Bewegung.
und beruhigt sich das alles, aber es wird nicht ruhig sein, weil es kommt eine aktive Zeit auf dem Zwillingsgeborenen zu. Sie können etwas planen, etwas vorbereiten und Sie können damit rechnen, dass das Ereignisse kommt in die kommenden Tagen. Vielleicht kommt es unerwartet, aber es kommt etwas in Bewegung. Diese tägliche kosmische Energie beeinflusst unserem Leben. Es ändert sich immer. Es ändert sich Tag zu Tag, Stunde zu Stunde, weil jeder Moment ist einzigartig. Ein Halbmond, so wie heute, ist immer eine Herausforderung, weil wir verlieren die Gleichgewicht. Und welche Lebenssituation sind Sie gerade, wo das Gefühl bekommen, es geht nichts voran? Das ist auch mal gut, da einen Einblick zu bekommen. Oder ein guter Rat. Oder wie geht es weiter? Wie kann ich dieses Problem lösen? Oder wie soll ich handeln? Mal einen Schritt, damit es vorangeht. Und dazu eignet sich ganz gut eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung funktioniert schriftlich. Sie schreiben mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici. Dann können Sie Ihre Lebenssituation beschreiben. Sie können auch ausführlich beschreiben. Ich nehme gerne die Zeit dazu und Fragen stellen. Und pro Frage beträgt mein Honorar 10 Euro. Dann kann ich das astrologisch auch betrachten. Dann brauche ich dazu die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Dann kann ich die Zeitqualität genau erkennen und dann teile ich das auch mit. Und dann ist mehr Klarheit in die jetzige Situation oder kann man auch sehen, was kommt dann. Es ist vielleicht nicht, was in den kommenden Jahren passiert, da braucht man eine Analyse dazu, aber die Schritte zu beschreiben, was ist zum Erwarten in die Tagen, das sind natürlich Rat, was die Alltag betrifft. Und die sind auch wichtigen Fragen. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und was ich auch betone, immer wieder, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.